Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Wir sind immer noch in der. Wo sind wir? Wie heißt es genau? Unterreich Grimmschmiede. This way. Ich glaube, hier müssen wir reden, deswegen wieder mit Schattenherz. Hey, it's Skickpit, you pisspot. That's what I said. Stickshit. My mug's gone. Another Stickshit. Pisspot. You flirt. Now jump to it. Or it's up to the lift, straight to the shadows. Damned slavers. Just the sight of them turns my stomach. True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble. Solltet ihr nicht helfen, die wahre Seele zu befreien? Ihr widert mich an. Wie könnt ihr mit euch selbst leben? Comfortably. Figured it obvious. I'll kick up my feet, order a brew, watch them work. They'll complain, but I love it. I'm telling you. Ich mag eure Art nicht. And I don't like pig shit, but damned if your mouth ain't spewing it. You want respect? Let your absolute pay for it. Till then, bugger off. Hey, stick shit, where's my drink? Coming right up, pisspot. Stick shit talks like smug, and he wrecked that shroom village. And then shagged it. Here's to smug, nasty prick. Wir werden die alle noch schön platt machen, aber erstmal nutzen wir die Möglichkeit, uns hier durcharbeiten zu können, ohne dass wir. Shove off! Alcohol. An odd vice for Dwega. Prone to triggering ancestral memories of brutal illithid enslavement. Ah, okay, das heißt, die waren auch Diener der Gedankenschinder. Drei Bierhumpen. Magmas Bericht. Trinktagebuch eines Durger. Trockenes Brot, das haben wir noch nicht gefunden. Etwas ledrig und schon ein wenig trocken, aber allemal besser als ein leerer Magen. Alkohol ist für Durga nichts Gutes. Solltet ihr trinken? And that yammering pissole's bad news for your lifespan, but you keep flapping it. Through the Dwegar's ears, you hear the sizzle of burning flesh and the screams of tortured young. Old pain felt anew. Shit! Beat it! True hole, before I stop! Beating you. Piss off. Kein Grund, so ruppig zu sein. Ich bin auf eurer Seite. My side? I heard the pisspot. You're a true soul, same as near. So like I said, piss off. Aber handeln will er mit uns trotzdem. Wyvern-Gift. Haben wir bisher einmal gefunden, noch nie eingesetzt, weil wir immer das schwächere Gift einsetzen. Nein, ihr versteht nicht. Tulla schickt mich, um euch zu retten. Tulla was mad as a rutting badger, but she weren't a friend of any true soul. What about piss off, do you? Hold on. You aren't just talking shit, are you? Then shh. Keep it low. Don't let them hear you. Now, why in the hottest hells would a true soul be helping me? Geil, wie wir genau daneben stehen und aber die das hören müssten, was wir da erzählen. Aber dieses Problem hatten wir eigentlich schon mal, dass sie uns hätten hören müssen und die haben es nicht mitbekommen. Das ist es. Ich bin gar keine wahre Seele. Paladin der Scham ist nach einem kleinen Schlachtfest. Natürlich nicht. Das ist es. Ich bin gar keine wahre Seele. Fine. Let's say I believe you. You want to kill these peckers? I'm not complaining. But you better finish the job. Because I'll be the one to suffer if you don't. Ain't you hearing me, prickhole? Piss off to every last hell. Ja, das hätten die natürlich hören müssen, weil wir genau daneben stehen, aber egal. You still hanging around?
Schmiede Eisernes Tor. Wo geht's da rein? Shit. You got one of Nair's moon lanterns, Jacques? Nein, und nun? Mondlaterne, was ist das? Pixie lamps. If you're headed to Moonrise, you won't last without it. Toplands are clogged with the Death Dark. Choke you in no time. Todesdunkel? Was soll denn das heißen? You daft? It's there in the name. Shadows up there black as the lower dark. A few sniffs could fell an ogre. Death Dark doesn't sound very inviting. Can't say I fancy our chances without freeing Nier and getting that moon lantern. Wir brauchen diese Mondlaterne, um zu überleben, also müssen wir Nier befreien. There we have it. Let Operation Free Nier commence. Dann mal weiter. Also, was heißt weiter? Zurück. Er befehligt also Spinnen. Nein! Gerade so noch geschafft, nicht zu stehlen. I speak true, brothers. You know it in your hearts. You know it in your very souls. We need no Lolth. No Spider Queen. Father Mirmuth is the head of Clan Lur. He hatched us, raised us, feeds us. What care we for his business here? He keeps us small, keeps us contained. We should be with the Spider Queen, revered, adored. Religion, nachdenken, was du über die Spinnenkönigin Lurth weißt. Ihr fallt eurem Clan überhaupt in den Rücken, was kann da schon schief gehen? Spinnen für die Spinnenkönigin, klingt logisch. Nachdenken, was ihr über die Spinnenkönigin Love weißt. Wisst, besser gesagt. You've read that harming spiders is illegal among Loth's faithful and often punishable by death. Father Mirmuth is our past. Lolth is our future. These spiders are loyal to the local Dwergar. In the event of a fight, they will join the fray against you with slavering enthusiasm. Täuschen, murmelt. Ist das der Typ, der allen von seinen nutzlosen, hässlichen Spinnen erzählt? Überzeugen, ich glaube, eure Schwester hat recht. Bei den Anhängern der Spinnenkönigin könnt ihr euer wahres Potenzial entfalten. Eid der Ahnen. Murmur zu dienen bedeutet, der natürlichen Ordnung ins Gesicht zu spucken. Es schränkt euch ein. Wir nehmen natürlich, was am meisten Erfolg verspricht. Ich glaube, eure Schwester hat recht. Bei den Anhängern der Spinnenkönigin könnt ihr euer wahres Potenzial entfalten. 10 nur und wir haben einen Bonus von 6 bis 11. My bite could be stronger. My venom more devastating. Xanta, is it so? This. And so much more. In Lolth's hairy embrace, all is possible. Her embrace. We're ready. We follow. Yes. Now, brothers, our new dawn awaits. No one drugs with Clan Flameside. Nice. Haben auch eine Menge Erfahrungspunkte dafür bekommen. Wer hat Inspiration erhalten? Akolyten der Dämonenspinnengruben überredet die Spinnen der Grimmschmiede Lolfs beizutreten. Schattenherz hat 210 Erfahrung erhalten. Boah, da gab es ja viel für die für diese Inspiration. 210. So viel gab es noch nicht mal ansatzweise. Sonst hatten wir mal so 50 oder als Maximum. Und dann haben wir 160. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Reden wir noch mal mit ihm?
quit distracting me. Habt ihr bemerkt, dass eure Spinnen ausgebüxt sind? Hey? Oh, those worthless bugs. Always were the stupidest ones I ever raised. Hope the Minotaurs get them. Oh, Pfeil der Säure. Die Pfeile kaufen wir auf jeden Fall immer. Wo ist er denn? Hier. Haarwuchstonikum, Flasche mit zähflüssigem Sud. Darauf steht Eigentum von Murmat, Finger weg. Und wieso können wir es dann kaufen? Für auch nur noch 3 Gold? Wenn wir dann hier alles platt gemacht haben, können wir auch in Ruhe alles looten. Aber das dauert natürlich noch etwas. Ich glaube, mit ihr hat mir schon geredet. If you're wanting the sergeant, she's at the dig. Now scram. Okay, sorry. Oh, die Holztruhe dürfen wir auch looten. Versteht das System mir manchmal nicht. Hier noch irgendwas? Ja, hier geht's auch weiter. Was für ein Riesengebiet schon wieder, ey. Unfassbar, wie groß hier alles ist. Halt, hier geht's sogar nach unten. Oh. Na, wir gehen erstmal hier lang. Wir müssen das ja irgendwie nach einem gewissen System alles absuchen, sonst finden wir uns ja gar nicht mehr zurecht. If you aren't here to inspect the stonework, then get lost. And if you are, well. I doubt you've got anything useful to say. Okay, tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. Mir tut gar nichts leid. Also nicht gegenüber diesen Sklaventreibern. Shh. I can't focus with you breathing so close. How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes. And I doubt I'll find fresher. Ach, das könnten solche coolen Zwerge sein. Was macht ihr hier genau? Ein freundliches Willkommen sehr selten im Unterreich. As rare as a smile in Schindelrin, you might say. But I've no skill for slaving. I prefer chisel to cane. But these learned eyes reach their limits, and so I must humbly request yours. Was macht ihr hier genau? Peering into cracks and crevices in hope to find history's morsels. I have come up regrettably short. I hope you might see truths where I cannot. Das klingt wie jemanden, dem man ruhig helfen könnte. Na gut, was soll ich mir anschauen? The rock. The rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Geschichte, die Statue auf Technik und Komposition untersuchen. Nachforschungen, die heruntergefallenen Trümmer untersuchen. Das Gebiet auf versteckte Kuriositäten erkunden. Die Statue auf Technik und Komposition untersuchen. Statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Heruntergefallenen Trümmer untersuchen. Oh nein! Ah, wir können nochmal würfeln. Ah, das können wir nur einmal. Ja. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here.
Something very big. What do you think? Kann ich jetzt eigentlich mit jemandem anderes das weitermachen, der eine bessere Wahrnehmung und sowas hat? Wahrnehmung plus 1. Plus 5 will. Sharp as ever. Heading out. Help a sun dweller in these parts. Na gut, was soll ich mir anschauen? Look, the rock. Take a look. Okay, tell wir machen alles nochmal. And be thorough. The statues me at who's. Anything standing out? Waldläufe, Nachforschung in die heruntergefallenen Trümmeruntersuchung. 5, Schwierigkeitsgrad 5. Boulders and stone bricks of no quake brought. What do you think? Das Gebiet der versteckte Kuriositäten erkunden. Oh nein, es reicht nicht. Hoffentlich können wir nochmal würfeln, ne? Nein, können wir nicht. Nothing odd catches your eye. Machen wir es eben nochmal mit Scale. Nearest library. How peculiar. Nee, Moment mal, wir können das ja mit Schattenherz beenden. Please, a quick look, if you don't mind. The rock, take a look. Tell me what you see. And be thorough. Na also. Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. Schauen wir aber erst mal, was er zu handeln hat. Oh, viel, und er hat auch viel Geld, das heißt, wir können auch verkaufen. Elixier der Hügelriesenstärke. Elixier des Heldenmuts. Flaschen mit diesem Trank werden häufig an Morgen der Schlacht unter Soldaten herumgereicht. Trank des chlorreichen Sprungs. Den kaufen wir mal. Wir haben ja gesehen, dass wir den brauchen. Pfeil der Dunkelheit natürlich auch. Pfeil der Säure. Stapeln bitte. Litz, Imata und ein Feuerpfeil. Brennende Hände. Na, wir haben nicht so viel Geld, also kaufe ich nur, was wir unbedingt brauchen, und die Pfeile sind halt sehr wichtig. Na, mehr brauchen wir nicht. Gut, was können wir denn verkaufen? Malachit. Wir verkaufen diese Tafelfragmente erstmal nicht. Ich verkaufe erstmal nur Sachen, wo ich mir sicher bin, dass wir die nicht brauchen. Ach so, ja, Schriftrollen können ja auch dazu manchmal. Gedanken wahrnehmen zum Beispiel, Schlaf. Dunkelsicht. Wilde Verkleinerung nehmen wir auch nicht. So. Blindheit. Blende eine Kreatur. Angriffswürfe gegen sie. Ja, ich glaube, das halten wir mal. Totstellen. Ach, das verwenden wir eh nicht. Feuerball. Nebelschritt, den brauchen wir.
Zahl der Übelkeit stimmt. Bei diesem Stab war ich mir nicht sicher, ob ich ihn nicht doch mal irgendwann noch benutzen werde. Deswegen behalten wir den auch. Hallo, wieso hat er denn das jetzt wieder doppelt? Ich habe das doch versucht zu stapeln. Schriftrolle, rascher Rückzug haben wir auch noch nie verwendet. Ich glaube, das verkaufen wir jetzt auch einfach. Helm der Hast. Behalte das mal. Nee, eigentlich nee. Ach Quatsch, Rotz, komm, verkaufen. Federfall, das behalten wir. Spinnenschritt, behalten wir. Ich glaube, die ganzen Briefe sind egal, wenn da nichts drin steht, oder? Also wenn da nicht dieses Zeichen drauf ist. Oh, das mit der Karte. Ach, ich weiß einfach manchmal nicht, was man davon verkaufen kann und was nicht. Ich denke. So reicht. Wir haben halt hier noch alle möglichen Waffen, die wir halt nicht brauchen. Nebelschritt, das brauchen wir nicht. Zweihandachs plus eins brauchen wir auch nicht. Schwert der Gerechtigkeit brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Oh, es ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich verkaufe es mal noch nicht. Ist halt auch ziemlich schwer. 2,7 Kilo. Wobei diese auch noch deutlich schwerer sind, aber Axt des Vertilgers behalten wir auf jeden Fall. Hammerhaft ist Wuchtwaffe, die brauchen wir auch erstmal. Wobei, was ist denn das, was wir gerade angelegt haben? Ja, es ist nämlich auch Wucht, wusste ich es doch. Na, dann brauchen wir das eigentlich nicht. Würde ich sagen. Ja, komm, wir verkaufen es. Die hat eh schon so schwer zu tragen. Merigon-Helebarde brauchen wir auch nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles verkaufen, damit wir theoretischerweise das haben, was wir Gale geben können. Ich glaube, das passt so. Incredible. An entire history, risen from dirt and debris. Picture it. An ancient city, hewn from the stone by disciples of Shah, later abandoned. Untold centuries later, a new tribe revives it. Fresh walls, fresh sculptures, until a great hell beast charges through, toppling the walls and crushing the people. Ah, that explains the infernal plate I found. Perhaps you might have use of it. But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. Ach so, wir haben schon gehandelt, aber danke. Infernalische Legierung, aha. That's all then. History class, but this place has me captivated. Well, the chiseling is remarkable. Not sure what to make of this hell beast talk there. Ob wir auf das wohl stoßen werden? Fanalische Legierung, die gerade in diesem Metall leuchten schwach und ziehen deinen Blick auf sich. Je länger du die höllisch pulsieren betrachtest, desto weniger weißt du, wer und wo du bist. Das geht mir Kalach. Hat sich doch gelohnt, dem zu helfen. Ich hoffe auch, dass wir den dann vielleicht nicht umbringen müssen, wenn wir hier aufräumen und alle platt machen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.